Gut, wir sind wieder aus bei Buchs, Ulmenstrasse 2 zu Buchs beim Heini Senn. Frisch zurück von der Ferien, wie sie jetzt erholt haben. Und was mir aufgefallen ist, als Buchser Bürger und schon etwa mal in der Ulmenstrasse 2 drin war, ich habe das Gefühl, es ist irgendwie alles ein bisschen neu und anders, wirklich hypermodern und sehr schön gemacht. Man fühlt sich da wohl, oder Heini? Also, was geht denn da so ab und wer ist wo? Ja, ich meine, wir wollen ja moderne Ortsgemeinde sein. Herzlich willkommen bei der Ortsgemeinde Buchs hier an der Ulmenstrasse. Zwei, das ist unser Bürogebäude. Im unteren Stock haben wir vermietet. Hier oben haben wir zwei Büro. Da hinten ist der Schreiber-Kassier Hans-Peter Fetsch, wenn er da ist. Jetzt ist er im Moment gerade in Südtirol in der Ferie, weil er gerade bei einem Speckblättchen. Das ist mein Büro und dort haben wir ein Sitzungszimmer. Der Hans-Peter Fetsch als Schreiber-Kassier ist zu 100% angestellt und ich habe ein 60% Pensum. Und hinter mir da, da sehen wir dann nachher noch, steht eben der Werner Fetsch. Der kommt mal gerade hin und das wieder. Das ist nicht der Werner Fetsch, das ist der Werner Schwendener. Er ist Vizepräsident, ja. Er ist gleichzeitig auch Präsident von unserer Baukommission Feldbeweg und Kurenstrasse. Und du wirst nachher das Vergnügen haben, mit ihm dann eine Wohnung im Feldbeweg anzuschauen. Jetzt hat man immer das Gefühl, oder Ortsgemeinde, das laufe ja so ein bisschen nebenher. Aber wenn man das hier sieht, auch dein Arbeitsplatz, also, das ist eben nicht gerade so. Also es fällt ein Haufen Arbeit an, oder, bei so einer Ortsgemeinde? Ja, wir haben auch den Anspruch an uns, dass wir der Industrie, der Behörde, dem Kanton, dass wir ein professioneller Partner sind. Also bei uns soll man nicht müssen eine Woche warten, bis man eine Antwort bekommt. Also wir haben den Anspruch, dass wir eine professionelle Ortsgemeinde, ich sage immer, St. Gallen dürfen jetzt vielleicht nicht zulassen, wir sind die beste Ortsgemeinde im Kanton. Ja, das muss es sein. Du bist ja der Chef der Ortsgemeinde, oder? Genau. Also mit Vorbild voran, gell? Ja, genau. Also steckt eben doch recht eine grosse Arbeit rein und manchmal auch ein bisschen Nerven aufreibende Arbeit, oder? Du, also ich meine, mehrheitlich ist es sehr... schöne Aufgabe und ich gehe in der auf, mich geniesse, mich kann sehr viel bewegen, man hat viele Gestaltungsmöglichkeiten. Klar gibt es manchmal auch Sachen, wo man sich ein bisschen sagt, ja, muss jetzt das sein oder ist das nötig? Aber ich denke, die Mehrheit ist positiv und eine schöne Aufgabe. Hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten als jetzt zum Beispiel die politische Gemeinde? Kann man schneller etwas entscheiden, etwas machen? Ich denke schon, unsere Entscheidungswege sind kürzer. Wir haben einen schlanken Verwaltungsrat. Wir können innerhalb unserer Finanzkompetenz können wir sehr viel selber bestimmen. Also wie jetzt die Mehrfamilienhäuser, Felbenweg, Churenstrasse, das haben wir eigentlich können in eigener Kompetenz entscheiden, dass wir die bauen. Aber es ist gleich ein bisschen innovativ. Hast du also eben ich als da noch Buchser Bürger, also ich habe das vorher gar nicht gewusst, dass man so in dem Bereich Liegenschaft auch tätig ist. Also ist das auch etwas Neues, dass man da so innovativ ist, dass man zum Beispiel aus einem Haus dann vielleicht ein Sechsfamilienhaus macht, Försterhaus und so weiter oder weiss was auch? Ja, also neu ist es nicht. Wir hatten in den 60er Jahren, haben unsere Vorfahren schon die gute Idee gehabt, dass wir auf dem Boden, wo wir haben es drei Mehrfamilienhäuser aufgestellt im Flöss. Jetzt ist es aber so, wir haben gesagt, ja, wir sehen es auch als unsere Aufgabe an, als Ortsgemeinde, ich sage jetzt einmal, erschwinglichen Wohnraum im Buchs zu schaffen, weil teure Wohnungen gibt es genug. Und wir haben jetzt einfach das Gefühl, wir machen jetzt ein bisschen auf der anderen Seite schönen Wohnraum, aber zu erschwinglichen Preis. Und durch das hat man dann eben jetzt die verschiedenen Entwicklungen gemacht. Eins ist der Felbenweg 4, der jetzt dann gerade fertig ist, der Block ist im Februar 2019 ist er bezugsbereit. Dort war eigentlich auch ein bisschen so, gewesen, dass dort ist eine Werkstatt drauf gewesen vom Unternehmer. Und der hat dann aufgehört und das ist ein Baurechtsgrundstück von der Ortsgemeinde. Dann hat man sich dann die Frage stellen, was machen wir jetzt mit dem? Weil man dort weiterhin 30 Jahre eigentlich immer in einem Wohnquartier hinten einen zonenfremden Industriebetrieb oder da wir das selber ein bisschen entwickeln. Wir haben uns dann entschieden, auf diesen rund 1600 Quadratmeter ein Mehrfamilienhaus mit
mit 6 Wohnungen zu bauen. Das, aber das ist ja wirklich recht innovativ. Also, kommt es dir da entgegen, dass du, ja, du bist ein Spediteur gewesen, bist bei der Raiffeisen natürlich, bist jetzt Ortsgemeindepräsident. Also, kommt so Sachen eben auch einer Ortsgemeinde entgegen, die Erfahrung, die du natürlich mitbringst? Ja, da bin ich nicht nur ich, das ist der ganze Verwaltungsrat, wo du bist nicht ein Einzelkämpfer, du hast Leute um dich herum und das nützt nichts, wenn du selber innovativ bist und der Verwaltungsrat blockt ab. Ich denke, wir haben im Moment die Situation, dass wir einen sehr, sehr innovativen Verwaltungsrat haben, wo alle im gleichen Strick ziehen, wo sagen, ja, wir wollen weiter, wir sehen also, es ist natürlich so, wir können nicht wie eine politische Gemeinde Steuern einziehen. Also wir müssen ja schauen, wie dann wir unsere Leistungen für die Öffentlichkeit, im Jahresbericht von 2017, sieht man, dass wir rund 1,6 Millionen Franken Leistungen für die Öffentlichkeit erbringen, jedes Jahr. Und das muss man ja irgendwie erwirtschaften, das geht aus einem aus Baurechtszinsen von der Industrie, von Einfamilienhäusern. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch schauen, wie man das kann in Zukunft die Existenz von der Ortsgemeinde weiterhin sichern kann. Wir haben beflissene Mitarbeiter, gell? Jose hat gerade mein Telefon geschält und der Werner Schwender ist rausgesprungen und hat sofort abgestellt. Also wir sind da wirklich sehr live unterwegs. Also, weißt, ich kann mich erinnern, wir haben die Reste lang her, dass sich keiner will die Ortsgemeinden abschaffen. Aber diese Diskussion ist jetzt nie mehr aufgekommen. Und hängt das auch damit zusammen, dass man gemerkt hat, was die Ortsgemeinden wert sind, außer jetzt Altbewirtschaftung und Holz. Ja, ich denke, wenn man jetzt auch ein bisschen in den Zeitungen liest, im Rheintaler, im Sarganserländer, im Werdenberger, was die Ortsgemeinden alles machen. Sie schauen, dass das Dorfrestaurant erhalten bleibt. Oder sie schauen, dass Skilift, die defizitär sind, dass sie betrieben werden. Sie bauen Strassen in Gebieten, wo politische Gemeinden keine Strasse bauen würden. Oder? Einfach, sie haben so viele Aufgaben, du hast es erwähnt, Alpen, Wald ist sicher auch eine Aufgabe mit dem Wald. Kann man heute kein Geld mehr verdienen. Schlechter Holzpreis, gell? Und, ja. Aber der muss gleich gepflegt werden. Mhm. Die Leute wollen in den Wald, die Leute sollen noch in den Wald. Aber das kostet alles. Ja. Und ich denke, wir machen das gerne und mit viel, viel Herzblut. Das hat man mir ja mehrmals gesagt, gell, beim Grabus, wenn man da zum Beispiel ein verdritteltes Holz gescheitert eben pro Steher 250 zahlt, das sind also so Selbstkosten. Also eben, da ist halt viel Leistung dabei, oder muss das Ganze erschliessen, muss natürlich dann nachher eben abforsten, pflegen und so weiter. Eben, also mit dem Holz in den Wald macht das Geld nur. Ist denn bei den Liegenschaften etwas drin? Oder sind einfach unterwegs wie ein Haufen andere Unternehmen, die einfach überall ein bisschen rausschauen, um sich dann knapp über Wasser halten? Ja, so knapp über Wasser halten ist vielleicht müssen wir jetzt nicht untertreiben. Also, ihr habt Böden natürlich. Ja, eben. Ich denke immer, wir funktionieren wie ein bisschen als KMU. Also wir schauen, dass wir das Geld zuerst verdienen, bevor wir es ausgeben. Und eben, darum sind wir dran, laufend neue Bereiche zu suchen, wo wir noch etwas könnten verdienen. Oder eben wie mit den Liegenschaften, mit den Baurechtszinsen. Das ist eigentlich unser Metier. Und ich bin gleich auch neuzeitlich unterwegs. Wir können sogar zu diesen Bauten, Churerstrasse 41, und eben das andere, wo schon fast fertig ist, wo du gesagt hast, ist im Februar dann bezugsbereit. Wir können gerade zu einer Liegenschaft. Eben. Aber gleich, ihr baut nicht einfach irgendwie, sondern eben auch neuzeitlich. Also verdichtet zu bauen und eben günstig, oder? Ja, also günstig bauen wir gerne die Wohnungen günstig. Also wir haben sehr einen hohen Standard in unseren Wohnungen. Und das zeigt uns jetzt auch irgendwie beim Felbenweg 4, da die 6 Wohnungen sind weg, Uni einzig sind sie rat. Ja. Und an der Churerstrasse, da ist jetzt gerade Baubewilligung. Da gibt es 11, glaube ich, oder? Da gibt es 11, ja. Da gibt es 11 Wohnungen, dort ist Baugesuch jetzt gerade eingegeben, die Baubewilligung ist noch nicht da, aber von der Plan weg sind von diesen 11 sind noch schon 7 Wohnungen fix reserviert. Also das zeigt ein bisschen, dass wir
in einem guten, einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis unterwegs sind mit unseren Wohnungen. Herr Gummer, gehen wir jetzt einmal durch, oder? In ein anderes Büro, hat er hier noch mehrere Büro. Also gesagt, das ist wirklich ganz ein ganz respektables Büro hier in dieser Ortsgemeinde. Und was natürlich auch auszeichnet, der Unreiben, natürlich auch andere eingemietet. Also da sind wir natürlich wirklich neuzeitlich unterwegs. Man kann sagen, in allen Bereichen wirklich sehr, sehr neuzeitlich. Ja, und viele sind gewiss, aber wirklich sehr erstaunt, als ich gekommen bin, wie neuzeitlich das da sich hier da abspielt. Jetzt hättest du uns denen mal in den Plänen noch ein bisschen zeigen, den Gefällbeweg. Kann ich gerne machen, ja. Ja, Heini, jetzt stehen wir hier vor einer Planungswende und ich sehe schon, es ist natürlich eine immense Planungsarbeit eben für zwei Projekte. Also da sind wir doch ziemlich lange dran und du bist ja dann bei Huttenhorn nicht 100% angestellt. Ja, also das erste Projekt ist das Projekt auf Elbenweg, das man hier sieht. Das ist, wie ich vorher gesagt habe, das Sechsfamilienhaus, das jetzt dann eigentlich am Ende Januar bezugsbereit ist. Wir haben ihm die Werkstatt abgekauft, um sie nachher abzubrechen. Aber damit wir wieder Zugriff auf das Grundstück haben. Aber ich würde sagen, innovativ. Ja, ich denke, ja. Man schafft vor günstiger, oder? Die einfacher Variante wäre gewesen. Man hat gesagt, ja, es kommt wieder irgendetwas. Man hat x Anfragen gehabt von Handwerksbetrieben, also Gartenbetrieben oder sonst irgendetwas, wo das gerne genug hätten. Aber wir haben dann gefunden, es ist schade, es ist ein Wohngebiet und da gehört etwas anderes her. Und wir haben jetzt das Gefühl, das ist sehr ein schöner Block, da sieht man hier, gute Einteilung, das ist Felbenweg. Und dann das nächste ist eben hier, das ist Kurenstrasse 41. Das ist das alte Försterhaus gewesen. Das ist das alte Försterhaus, weil das ist auch ein bisschen irgendwie aus Zufall entstanden. Da hat man langjährige Mieter gehabt und dann haben die gekündigt und dann sind Werner Schwendener und ich sind einmal geschaut, ja, was müssen wir machen, damit man das wieder vermieten kann. Dann irgendwann, wo wir nachher geredet haben am Tisch zu, haben wir gesagt, ja, jetzt aber schau mal, das ist ja eine Fläche von fast 1700 Quadratmetern, wo das Försterhaus mit diesen 5 Garagen draufsteht, Zone WG3. Also das ist ja fast fahrlässig, wenn wir jetzt hier 40'000-50'000 in das Haus hier steckt, damit man es nachher für, sagen wir mal, 1'000 Franken kann vermieten kann. Da müssen wir auch weiter schauen. Dann haben wir zwei Architekten einen Projektauftrag gegeben und beide sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass da ein Mehrfamilienhaus mit 11 Wohnungen möglich ist. Und wir haben dann gesagt, jawohl, das machen wir ja. Und das ist jetzt eben in der Bewilligungsphase. Der Werner durch Versicherung, du natürlich auch Bankerkenntnis und so, kommt euch das da entgegen, wenn ihr so derge Sachen eben beraten? Ja, ich denke, man merkt schon, dass wir halt jetzt eher von der Wirtschaft kommen und das von einer anderen Seite anschauen. Dass man schaut, ja, rentiert etwas, kann man es machen, rechnet es sich. Das ist sicher ein Vorteil, ja. Ja, eben auch so. Und dann haben die Wohnungen hier, habe ich gehört, zur Hälfte schon fast weg. He? Also ja, von 11 Wohnungen sind 7 schon reserviert. Das ist ein bisschen durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben dann in der Bürgerversammlung gesagt, schauen, das machen wir, es gibt die Wohnungen. Dann hat es Leute gehabt, die vorbeigekommen sind, schauen, haben gesagt, hey, das ist ja super und dann noch zu diesem Preis. Also wenn nicht schon noch will, dann müsst ihr fast ein bisschen pressieren. Ich habe nach dem Ortsbürgerabend, wo ich die Sendung ausgestrahlt habe, auch diverse Mail und Telefone bekommen mit Anfragen, ob es da noch Wohnungen gibt, die man mieten könnte, dies, das, jenes. Und auch von Leuten, die ich gemerkt habe, genau gleich denkt haben wie ich. Also gerne gewusst, dass dort auf dem eben, Bereich unterwegs ist. Und was liegt doch das? Also nur ein Preis allein wahrscheinlich ja nicht, oder? Ich will schon ein bisschen. Schon? Also es ja. Ist sicher der sehr hohe Standard, den wir bieten, ja. Zum vergleichsweise sehr, sehr interessanter Preis. Ich denke, das ist so, es sind grosse Wohnungen, sie haben einen extrem guten Standard, die haben Steamer, die haben alles, also die haben Waschmaschinen, Tömbler, zu einem wirklich guten Preis. Ich denke, und das muss man heute bieten, oder? Ich habe es vorher schon gesagt, teure Wohnungen haben wir genug, die stehen zum Teil auch leer. Und das will ich nicht, dass uns das passiert. Denn wir sind nicht Renditentreiber. Das ist eben auch noch ein bisschen unser Vorteil. Erstens mal haben wir den Boden, also wir wollen den Boden nicht rechnen. Zweitens wollen wir nicht, ein Architekt war dann erstaunt gewesen, wo wir gesagt haben, ja, wir brauchen bei weitem nicht 6% Rendite von unseren Liegenschaften. Wir wollen die, sollen einen gewissen Betrag abwerfen, aber sie wollen nicht
zu einer maximalen Rendite. Also wirklich ein guter, reeller, fairer Wohnungspreis. Das ist schon ein Stichwort, eben reell und fair. Gell? Also eben, man ist sich der Verantwortung auch bewusst. Man ist ja wirklich eben halt, nicht nur den Ortsbürger, sondern auch allen anderen eben verpflichtet. Also. Ja, man ist die Ortsgemeinde. Ja. Also man ist nicht eine Versicherung, man ist nicht eine Pensionskasse, ja. Man ist kein Investor, man ist die bodenständige Ortsgemeinde, die eigentlich im Dienst der Leute etwas will. Erbringen. Jetzt eine zweitletzte Frage. Jetzt gehen wir dann die beiden Projekte wahrscheinlich ein bisschen anschauen. Hat es eben im Felbenweg, wo ich selber nicht mal weiss, wo der ist. Aber der Werner Schwenner führt mir einen schönen Teer, Churerstrasse, weiss, was ist, Saatenförster aus. Aber würde mich das gleich mal noch interessieren, also können jetzt die Leute, die jetzt in der Familie ein Einfamilienhäuschen bauen, gehen auch noch Boden im Baurecht ab, immer noch? Ja, das ist leider dort, wären die jetzt ein bisschen zu spät. Wir haben jetzt mit der Reifiser Halde haben wir natürlich eine Erfolgsgeschichte gehabt. Wir haben dort 45'000 Quadratmeter Boden haben wir, eigentlich zur Verfügung gestellt, zu sehr günstigen Baurechtszinsen. Also 90% von allen Parzellen sind im Baurecht weggegangen. Wir haben durch das in den letzten Jahren auch können, eigentlich regulierend auf den Bodenpreis in Buchs einwirken. Wir haben gemerkt, wo denn das fertig war, sind die Preise die sind wirklich gut. Also, sind gestiegen. Und leider ja, muss ich sagen, also wir haben echt keine einzige Parzelle mehr. Die letzte, in der Reifiser Halde wird es dann gerade weggehen. Also wir haben, dort sind wir ausgeschossen. Also dort wird es im Buch schwierig, ja. Ich kann dir jetzt aber noch zeigen, was wir am Flöss. Das ist unser Trip-Projekt. Sapramosch. Ja, das war dann... Das wäre dann... Er zieht einen Mann nach der anderen führen. Das wäre dann die Tafel. Du, da ist... das ist der Werner hinter mir. Ja, er kennt es. Aha. Da haben wir auch, wir haben einen Strategie-Workshop gehabt letztes Jahr. Und dann haben wir auch gesagt, ja, ein Thema wäre auch noch die Arealentwicklung Flöss. Weil wir haben dort drei Blöcke auf, und einen Kindergarten von der Schule, das ist der hier, auf rund 5'500 Quadratmeter. Und wenn man denkt, auf diesen 5'500 Quadratmeter stehen 22 Wohnungen, also es sind 22 Wohnungen, die Blöcke sind aus den 60er Jahren und ein Kindergarten, eigentlich so ein Pavillon. Und da haben wir einfach gefunden, das ist nur zeitgemäss in der heutigen Zeit, da muss man irgendetwas machen. Wir haben dann strategisch eigentlich noch können eine Parzelle dazu sichern mit 773 Quadratmeter. Also wir hätten jetzt eine Fläche von 6'278 Quadratmeter im Moment. Wir sind noch mit einem anderen Liegenschaftsbesitzer dran. Wenn wir es eben auch noch erwerben können, dann hätten wir über 7'000 Quadratmeter, die man entwickeln kann. Und wir haben jetzt einmal ein kleines Vorprojekt gemacht und das zeigt, dass man da könnte Wohnungen, 70 bis 80 Wohnungen, wir können zwei Kindergärten, wir können allenfalls altersgerechtes Wohnen, die Spitex, wenn sie Interesse hat, könnte man einbeziehen. Also es gibt da enorme Entwicklungsmöglichkeiten für das Areal Flöss, das jetzt einfach schlecht genutzt ist. Wir haben auch dort Schaffen wir das auch mit der politischen Gemeinde, mit der Schulgemeinde zusammen? Weil es dort noch schon Kindergarten, oder? Ja, also wir haben die Schulgemeinde natürlich gefragt, weil sie sind ja, ja. auf dem Baurecht von uns. Genau. Ob sie bereit wären, mit uns das zusammen zu entwickeln. Und die Schulgemeinde ist da positiv, weil sie haben einen gewissen Bedarf. Im Vater hat es gesagt, alle Finger abgeschleckt, wenn man so eine Anfrage ja, ja. hat, oder nicht? Ja, nein, ich denke, ist für beide ist eine Gewinnsituation. Ja. Und was unser Ziel natürlich ist, da muss man auch klar sagen, dass die treuen und guten Mieter, die wir in diesen drei Blöcken haben, dass wir werden niemanden auf die Straße stellen. Also wir werden es immer so machen, dass wir zuerst etwas bauen und dann diesen Mietern die Möglichkeit geben, bevor wir ihren Block dann dran haben, dass sie in einen neuen Block gehen zu sicheren anständigen Preisen auch. Also. Da wir drum, wollen niemanden auf die Straße stellen. Da ist der Unterschied zwischen den BDB, zwischen Buchs und Berlin. Ja. Wichtige Aussage, ja. Ja. Aber eben auch das natürlich wieder zeigen, dass das eben auch einfach allgemeinnützig unterwegs ist, oder? Ja, wir sehen, wir haben eine gewisse soziale Verantwortung
den Leuten gegenüber. Ja. Mhm. Meine letzte Frage verknüpft mit einer Bemerkung. Medial stelle ich fest, stellen die es leicht gerne ein bisschen unter den Scheffel. Also ihr tun auch nicht, ihr wollt sie erst Leistung zeigen und erst dann irgendetwas einmal nach außen kundtun. Also das ist nicht euer Ding, dass zuerst mal grosse Medien können rumprallegen und noch nicht können halten. Ja, also, und aus dem Grund nicht das Projekt nicht halten, was der Prospekt verspricht. Also ihr wollt zuerst das Projekt zeigen. Sagen wir mit dem mal einfach meine Frage nach. Du bist jetzt lange, lange Jahre Ortsgemeindepräsident von Buchs und immer noch Chef der St. Galler Ortsgemeinde. Wie ist das dein grösster Wunsch bezüglich jetzt dem, bezüglich der Ortsgemeinde? Also ich tue das ganz fest proklamieren, dass wir moderne, dass wir offene Ortsgemeinde sind, dass wir uns nicht einigeln, dass wir uns, das haben wir auch gezeigt mit der Einbürgerungsaktion, die wir gemacht haben, wo wir im Kanton über 5'000 neue Ortsbürger bekommen haben, wir in Buchs ganz viel, über 1'500. Also ich denke, unser Ziel muss sein, dass wir uns öffnen, dass wir eine offene Ortsgemeinde sind, eine moderne, wo die Leute sagen, hey, schau mal, die machen es gut, die machen einen Bus hier am Berghui, die haben ein Skigebiet, die haben einen Wald, wo sie pflegen, eine schöne Alpen. Das ist doch cool. Und du hast vorher gesagt, ja, wir tun uns das Licht unter den Scheffel stellen. Manchmal, ich sage auch meine Ortsgemeinde immer, dann das nicht. Also stellen euer Licht nicht unter den Scheffel. Wenn ihr jetzt etwas gemacht habt, dann geht raus, geht sagen, was ihr gemacht habt. Dann zeigen es den Leuten. Das ist ganz wichtig, dass die Leute wissen, es gibt eine Ortsgemeinde und die machen viel eigentlich für die Öffentlichkeit. Und zum Zeigen hätten wir jetzt eben zum Beispiel die zwei Projekte. Du gehst jetzt dort nicht mit. Also, jetzt wir mal das Büro hüten, genau. Oder? Genau, eben Transmeterferien. Jetzt würde Werner Schwendner mit dir einmal eine Wohnung anschauen. Also, ich danke vielmals für den Besuch und es ist sehr schön, wenn wir uns durch das ein bisschen der Öffentlichkeit zeigen. Und dann wünschen wir dir einen strengen Nachmittag. Ja, danke. Ja, Werner Schwendner, jetzt stehen wir hier vor dem Felbenweg. Wir haben jetzt Anfang Oktober, das heisst also, in etwa 5 Monaten sollte das bezugsbereit sein, oder? Ja, es ist so. Auf den 1. Februar wird es bezogen. Wir rechnen, dass wir Ende Jahr mit dem Bau fertig sind. Dann haben wir im Januar eine Zeit, um allfällige Bauabnahme und alles zu machen, dass wir noch die Miete nur stören. Wie viel Zeit setzt du jetzt hier ein? Bist du da quasi der Baubegleiter? Ja, also ich bin Präsident der Baukommission. Und es ist doch einiges, wo das Aufwand gibt. So. Und das machen wir nebenzu. Ja. Ich bin ja nebenamtlich als Verwaltungsrat in der Ortsgemeinde. Aber momentan ja, kann ich doch einige Stunden aufwenden für diese Sache. Ein Pensionist, gell, im Unruhezustand, oder? Das ist so, das ist ein bisschen der Vorteil. So kann man sonst, wenn man natürlich noch voll arbeitsfähig ist, sind wir noch ein bisschen schwieriger, zumal die Zeit nicht. Es gibt doch schlussendlich, ist das momentan vielleicht schon ein 30% Job. Jetzt sehen wir natürlich hinter dir, sehen wir das respektable Gebäude. Gell? Es ist schon wirklich sehr innovativ. Da muss ich jetzt nach wie vor halt nochmal sagen und wiederholen, dass aus einem Werkstättchen jetzt da gleich ein 6-Familien-Haus entsteht. Ja, ich glaube, man muss das sagen. Vorher hat man eigentlich hier eine Halle gehabt, mit ein bisschen Warden hin. Und jetzt haben wir immerhin 6 4,5-Zimmer-Wohnungen. Und wie wir nachher auch werden sehen, ganz schöne Wohnungen sind. Auch mit der Aussicht, mit allem. Also ich finde auch die Lage finde ich sehr gut. Und ich glaube, es lohnt sich, die hier gemietet haben, um hier zu wohnen. In drei Jahren, die Lage ist angesprochen, gell? Natürlich schnell beim Bahnhof, schnell auf der Autobahn, also wirklich sehr, sehr zentral. Ja, also vom selben her ist auch ein ruhiges Gebiet. Gut, wir haben die ÖBB, aber wie wir dir gesagt haben, die schon mal da ein bisschen schauen, sind die stört nicht gross. Die normalen Züge hört man fast nicht, Güterzüge noch ein bisschen, aber an das kann man sich gut gewöhnen. Das ist weniger schlimm als der Autoverkehr, den man hat. Wir gehen es nie, gell? Und filmen hinten einfach und machen dann ein paar Tage Musik dazu. Vielleicht jetzt zuerst mal noch, was kosten denn so die 4,5-Zimmer-Wohnung? Also die 4,5-Zimmer-Wohnung sind zwischen 1500 und 1600 Franken, ist aber Ausbaustandard Eigentum. Also wir haben überall relativ grosszügig gebaut. Wir haben auch Materialien gut ausgesucht. Das hat eigentlich alles dahinter, was man muss haben, wie man eine Eigentumswohnung hat. Also sehr hoher Ausbaustandard. Also natürlich ein Schnäppchen. Kein Wunder, gell, dass die Wohnungen schon weg sind. Ja, also die Wohnungen haben wir schon weg gehabt.
lange bevor der Bau fertig war. Also sie sind alle, jetzt sind alle vermietet, die Verträge sind gemacht. Und die Leute, die sind, ein Haufen werden sich vielleicht bereits freuen, das Balkon einzuziehen. Wir zwei sind schon ein bisschen älteren Jahrgangs, gell? Zwei Pensionisten, der Hinterkammer und der Vorderkammer. Ja, das ist etwas, was wir damals, als wir Buben waren, wenig kannten, dass eine Ortsgemeinde eben auch so Wohneigentum oder Wohnungen baut, oder? Ja, eben wie gesagt, wie der Heini ja schon gesagt hat, mein Buchs hat früher schon ein paar Blöcke hergestellt, aber in den letzten Jahren hat man eigentlich nur mehr viel gemacht. Und gerade heute, wo ja das Geld anlegen nichts mehr bringt, ist es natürlich besser, man tut ein bisschen investieren in Wohnungseigentum. Es geht uns auch darum, für die Zukunft von Ratsgemeinde die finanzielle Lage zu sichern. Mit dem Vermieten haben wir wieder Mieteinnahmen. Und das ist das, wo nachher unsere Nachfolger dann davon profitieren können. Und die Liegenschaftsverwaltung, wer macht das? Die Liegenschaftsverwaltung, verantwortlich bin ich eigentlich für die Liegenschaftsverwaltung, aber dann die Verwaltung macht bei uns dann natürlich den Schreiberkassier. Also alles eben auch aus Hand von der Ratsgemeinde? Also wir machen alles selber. Wir dann selber die Wohnungen vermieten, wir dann die Wohnungen abnehmen, machen wir vorläufig Maschinen, aber eigentlich wäre das die Sache, die dann bei uns eine Art Kanzlei müsste machen.